Willkommen im Aldiana Zypern, direkt am Strand. Auf der 78.000 Quadratmeter großen Gesamtfläche erwarten euch neben toller Unterhaltung und viel Sport auch ein Erholungsprogramm vom Feinsten. Auf was ihr euch hier alles freuen könnt, das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Genau wie in allen anderen Aldiana-Clubanlagen beginnt auch in Zypern euer Urlaub genau hier. Die deutschsprachigen Mitarbeiter der Rezeption sind 24 Stunden für euch da. Was interessiert denn die Gäste bei ihrer Anreise am meisten? Die meisten Gäste wünschen sich bei der Anreise eine kurze, aber kompakte Information zu allem, was den Clubaufenthalt betrifft, so zum Beispiel die Nutzung der Clubkarte. Diese dient als Zimmerschlüssel, aber auch als Zahlungsmittel. Des Weiteren erhalten unsere Gäste eine Badetuchkarte, die sie im Wellnesscenter vorlegen können und dort ihr Badehandtuch für den Aufenthalt bekommen. Ansonsten verleihen wir an der Rezeption noch Adapter, das Ganze natürlich kostenfrei. Und wir haben unser Internet-Corner direkt neben der Rezeption und da verkaufen wir die Internet-Timecodes. Ein Stück weiter wäre noch unser Artshop, wo sich die kreativen Gäste ausleben können. Dann schaue ich jetzt mal im Artshop vorbei. Für alle, die im Urlaub ihre künstlerische Ader entdecken möchten, ist der Artshop direkt im Hauptgebäude genau die richtige Adresse. Hier werden zum Beispiel Kindermalkurse angeboten und jeder kann sich künstlerisch austoben. An der Poolbar könnt ihr erfrischende Drinks genießen oder im Außenpool an Aquafit-Kursen teilnehmen oder einfach so eure Bahnen ziehen. Wer im Urlaub auch mal shoppen möchte, der kann hier in aller Ruhe stöbern. Die Ladengalerie des Aldiana Zypern befindet sich in direkter Nähe zur Poolbar. Während die Großen nach Herzenslust shoppen können, können die Kleinen sich im Flipperclub austoben. Was wird den Kindern denn hier alles geboten? Ja, die Kinder haben der Altersgruppe entsprechend verschiedene Spiele, pädagogisch, auch methodisch und natürlich, um die Komponenten der Kinder gerecht zu werden. Die haben den Prinzessinnen-Tag, Cowboy- und Indianer-Tag, dann haben sie den Kennenlern-Tag oder auch bei uns gesagt, wer bist du den Tag? Die Größeren auch zum Beispiel haben die Möglichkeit, außerhalb was zu machen. Dann haben wir den Aquapark in Limassol, die gehen Go-Kart fahren, zudem haben wir Playstation-Party, eigene Beachparty oder Grillparty haben sie hier abends. Zum Beispiel letzte Nacht hatten sie Übernachtungsparty, haben sie die lange Filmnacht gemacht. Das ging bis heute Morgen um 10 Uhr. Und natürlich die Kleinen, die basteln morgens für den Motto-Tag zum Beispiel die ganzen Indianer, den Indianerschmuck, die Kostüme werden dann vorbereitet und dann am Nachmittag geht es dann los auf große Schatzsuche, wo sie dann auch viele schöne Sachen noch bekommen im Laufe des Tages. Wir haben auch Tage, an denen sie kochen gehen, zum Beispiel der Italien-Tag. Da machen sie Pizza an diesem Tag, dann wird dann der Italiener durch den Club gejagt und dementsprechend haben die Kinder hier von morgens bis abends, es geht um 9 Uhr los, bis 21 Uhr durchgängige Betreuung, gerade speziell die 2- bis 6-jährigen Kinder. Der Aldiana Zypern bietet Wassersportbegeisterten hervorragende Segelbedingungen. Ist das Gebiet denn auch für Anfänger geeignet? Ja, ein ganz hervorragendes Anfängergebiet. Wir haben vormittags sehr leichte Winde, wir haben keine Welle. Für unsere Surfer haben wir eine Lagune, also perfekt zum Lernen. Was wir natürlich anbieten, ist ein Anfängerschein, ein Grundschein, sowohl für die Surfer wie auch für die Segler. Und wir bieten natürlich fortgeschrittene Kurse an.
Das klingt nach richtig viel Wasserspaß. Ja, ich würde vorschlagen, wir gehen nochmal aufs Wasser. Ja, gerne. Im Wellness Center des Aldiana Zypern könnt ihr es euch so richtig gut gehen lassen. Ob wohltuende Lomi-Lomi-Massagen oder entspannende Gesichts- oder Hotstone-Behandlungen. Hier heißt es Erholung pur. Und wie ihr euch sonst noch erholen könnt, das schauen wir uns jetzt mal an. Ich sitze jetzt hier neben Ina. Ina ist international diplomierte Kosmetikerin. Ina, auf was können sich denn die Gäste hier freuen? Also wir haben viele verschiedene Massagen im Angebot, zum Beispiel ayurvedische Massagen, Hotstone-Massagen, klassische Massagen. Wir haben auch zwei Physiotherapeuten da, falls sich jemand beim Sport ein bisschen verletzt, eine kleine Zerrung holt. Wir haben auch viele verschiedene Kosmetikbehandlungen im Angebot, auch speziell für den Herrn. Das ist auch immer gerne mal so eine kleine Premiere. Ja, also das komplette Programm. Dankeschön. Neben mir sitzt Nico. Ihm gehört die Tauchschule und die Motorwassersportschule hier im Aldiana Zypern. Welche Voraussetzungen muss ich denn erfüllen, um hier auf Zypern tauchen zu können? Im Idealfall bringt man natürlich gleich seinen Tauchschein mit. Tauchschein, Logbuch, das ist so ein bisschen das Fahrtenbuch des Tauchers und ein tauchärztliches Attest. Was man aber auch sonst hier am Club direkt auch noch machen könnte. Aber im Idealfall bringt man das von Deutschland aus schon mit. Und für Kinder werden hier auch Tauchkurse angeboten, richtig? Ja, da haben wir ein richtiges Highlight hier. Das sind die Tauchpiraten. Das sind unsere Tauchkurse der Kinder. Ab 8 Jahren besteht die Möglichkeit, im Pool mit sehr viel Spaß verbundene Kurse zu machen. Und ab 10 Jahren haben sie sogar die Möglichkeit, in poolähnlichen Bedingungen an unserem Hausriff auch schon tauchen gehen zu können. Aldiana Zypern ist bekannt für seine ausgezeichnete Küche. Das kulinarische Highlight der Woche ist der Galaabend unter dem Motto Schwarz-Weiß. Hier kommt garantiert jeder Genießer voll und ganz auf seine Kosten. Ich sitze hier neben Tim. Tim ist Küchenchef im Aldiana Zypern. Tim, was zeichnet eure Küche aus? Natürlich die ganze Frische, die Qualität, die wir haben. Wir verwenden hier Produkte frisch von der Insel. Angefangen von Fisch, Fleisch, Gemüse, Obst, alles Mögliche. Und das verpacken wir natürlich zu einem großen, großen Thema bei uns an unseren Live-Cooking-Stations, wo wir wirklich, wie gesagt, live vom Gast kochen. Ein wunderschöner und eindrucksvoller Tag im Aldiana Zypern neigt sich langsam dem Ende. Alle Nachtschwärmer können in der Disco Blue Dolphin noch die Tanzfläche unsicher machen. Und genau das werde ich jetzt tun. Euch wünsche ich einen wunderschönen und unvergesslichen Aufenthalt im Aldiana Zypern.